erzählen euch die Geschichte vom Trash Hero. Wer als der Trash Hero ist, erzähle ich euch ein bisschen später. Anfangen tut nämlich die Geschichte so. Es war am schönen sonnigen Tag. Im Meer sind wie immer ein Haufen Fisch umgeschwommen. Ganz grosse, wie Delfin und Haifisch und Walfisch. Und ganz, ganz, ganz viele kleine, die in allen Farben geleuchtet haben. Und dazu hat es dort natürlich noch ganz viele andere Meereslebewesen gehabt. Muscheln und Quallen, Seesterne und Korallen. Und gellet, am Meer, da gibt es ja wunderschöne Sandstrände. Aber es gibt an vielen Orten auch so etwas wie Hügel oder Berge im Meer rein, in der Nähe vom Ufer. Und manchmal ragen sie ein bisschen über die Wasseroberfläche raus. Derige Hügel heissen Riff. Und viele Riff haben auch einen Namen. Das Riff in dieser Geschichte heisst Rosi Riff. Das heisst so viel wie Rosenrotes Riff. Ich glaube, es hat so geheissen, weil es dort an diesem Riff ganz viele rote Korallen hatte. Und die haben von weit her im Wasser so rosenrot geleuchtet. Im Rosi-Riff hat auch eine ganz grosse Meeresschildkröte gelebt. Also, ich glaube, sie hat noch einen Haufen Verwandte gehabt und Freunde und Freundinnen. Aber hier auf dem Bild sieht man jetzt nur eine Schildkröte. Und die Meeresschildkröte, die war auf der Suche nach einem feinen Zmorgen. Sie hat Hunger gehabt. Und da sieht sie weit vorne eine grosse Qualle. Sie schwimmt auf die Qualle zu, will sie gerade mit ihren Vorderbeinen packen und reinbeissen. Da macht sie Platsch. Und die Qualle ist verschwunden. Und sie hat noch so wie einen gelben Blitz gesehen durchs Wasser leuchten. Also, das ist jetzt aber komisch, hat sie gedacht. Das kann doch nicht sein, dass die Qualle so plötzlich verschwindet. Sie war enttäuscht. Sie hat sich doch so gefreut auf das feine Essen. Da hat sie gedacht, ich schwimme einmal an die Wasseroberfläche. Vielleicht finden sie dort. Da hat sie einen Bub gesehen, in einem gelben T-Shirt, wo die Qualle in der Hand in die Höhe gehebt hat. Hey, hat sie gerufen. Das ist im Fall meine Qualle. Das ist mein Zmorgen. Oh nein, hat der Bub gesagt. Das ist leider keine Qualle. Das kann man nicht essen. Das ist ein alter Plastiksack, der sich im Wasser aufgebläht hat und darum aussieht wie eine Qualle. Aber wenn du das essest, kannst du davon krank werden. Die Schildkröte ganz verwirrt reingeschaut. Ein Plastik? Was ist echt auch das? Also tönen tut das Wort auf alle Fall gar nicht schön, hat sie gedacht. Wer bist denn du? Hat die Schildkröte gefragt. Oh, Entschuldigung, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Also, ich heiße Trash Hero. Das ist Englisch und heisst Abfallheld. Ich kann ganz schnell schwimmen und ich kann sogar auch noch fliegen. Und ich schwimme im Meer um, um den Abfall rauszufischen und so mitzuhelfen, dass ihr Tier nicht giftigen Menschenabfall esset, weil ihr ja gar nicht wisst, dass man den Abfall nicht essen kann. Komm, wir gehen ein bisschen miteinander rumschwimmen. Vielleicht findest ja du dann gleich noch ein feines Morgen. Ja, da sieht man die beiden jetzt, wie sie miteinander im Rosi-Riff rumschwimmen. Und der Trash Hero, der hat nicht nur ganz schnell schwimmen und fliegen, der hat auch unter Wasser reden. Gell, das können wir Menschen eigentlich nicht, weil uns sonst das Wasser ins Maul hineinkommt. Aber er hat das können. Die Schildkröte hat nämlich noch ein paar Fragen gehabt. Sie hat zum Beispiel wissen, warum man den Menschen giftige Sachen ins Meer hineinrühren. Ja, das ist eine traurige Geschichte,
hat der Trash Hero gesagt. Es gibt leider sehr viele Menschen, die sehr gerne am Strand sitzen und picknicken und die vielmal ihren Abfall einfach am Strand liegen. Manchmal tun sie ihn zwar noch in einen Abfallkübel rein, aber wenn der voll ist, legen sie ihn einfach daneben her. Und der Wind bläst dann den Abfall ins Meer rein. Und für euch Tier sieht der Abfall manchmal aus wie Quallen oder wie kleine farbige Fischli. Und wenn ihr den esset, tut es euren Magen und euren Darm füllen. Und das macht euch krank. Vielmal leider so krank, dass ihr sogar daran sterbt. Die Schildkröte hat den Kopf geschüttelt und hat gedacht, was sind auch das für Menschen, die etwas so Dummes machen? Gleichzeitig hat sie gedacht, Gott sei Dank, tut der Trash-Hero den Abfall im Meer zusammensammeln. Und sie hat gerade eine Idee gehabt. Sie hat gedacht, zu meinem Danke sagen, könnte ich ihm doch anbieten, dass er ein bisschen mit mir auf meinem Panzer übers Wasser fahren darf. Der Trash-Hero hat natürlich sehr gerne ja gesagt. Und schaut, da sieht man die beiden. Aber man sieht auch, dass der Trash-Hero schon wieder rumschaut, ob er einen Abfall sieht. Und plötzlich sagt er, du Schildkröte, es tut mir leid, aber ich muss weiter. Ich habe dort vorne gerade einen Fischwarm gesehen, der an einem Stück Styropor oder Sagex knabbert. Das ist so ein weisses, ganz leichtes Verpackungsmaterial. Und von dem gibt es leider auch einen Haufen im Meer rein. Tschüss Schildkröte, hat er gerufen. Ich hoffe, du findest noch ein feines zum Morgen. Und schon ist er in grossem Tempo übers Meer davon geflogen. Der Trash-Hero hat von morgen früh bis am Abend Sport gearbeitet, um auf der ganzen Welt in den verschiedenen Meeren nach Abfall zu suchen und den rauszufischen. So war es jeden Tag. Früher hat seine Oma, also seine Grossmami, als Trash-Hero gearbeitet. Sie hat ihn gelehrt, wie wichtig es ist, dass die Menschen keinen Abfall ins Meer rühren oder am Strand liegen. Und sie hat angefangen, den Abfall am Strand zusammensammeln. Sie hat aber nur am Wochenende als Trash-Hero gearbeitet, weil sie unter der Woche eine andere Arbeit musste machen, um Geld zu verdienen. Ja, da sieht man jetzt, was alles für Abfall im Meer hat. Flaschen und Becher und Plastiklöffel, Trinkröhrli, Flipflops, Seil, manchmal Fischernetz, Flaschendeckel, einfach furchtbar viel. Manchmal hat der Trash-Hero sogar noch in der Nacht mit seiner Taschenlampe über die Wasseroberfläche gezündet und abgesucht, um zu schauen, ob er noch etwas entdeckt. Und manchmal hat er dabei auch in den Himmel hochgeschaut und die vielen leuchtenden Sterne bewundert. Das hat ihm manchmal geholfen, seine Sorgen für einen Moment zu vergessen und sich zu freuen an den Schönheiten von dieser Welt. Und manchmal hat er dabei sogar eine Sternschnuppe gesehen. Dann hat sein Gesicht einmal aufgeleuchtet und er hat einmal gerade laut gerufen, oh, wie schön! Und er war einmal für einen Moment richtig glücklich gewesen. Und gellet, man sagt, dass wenn man eine Sternschnuppe sieht, dass man dann etwas wünschen kann und dass der Wunsch ziemlich sicher in Erfüllung geht. Was meinst du? Hat sich auch der Trash-Hero einmal etwas gewünscht? Ja, natürlich hat er das. Und was echt? Genau, dass die Menschen aufhören, Abfall ins Meer hineinzurühren oder am Strand liegen zu lassen.
Einmal am Morgen war er so müde, dass er ein bisschen am Strand in den Sand hineingelegen ist, um sich auszuruhen. Vorher hatte er noch etwas Hunger und Durst und hat darum aus seinem Papiersack sein letztes Guetzli rausgerübelt. Er hat natürlich nie Plastiksäcke gebraucht, um sein Picknick aufzubewahren. Und aus seiner Flasche, die natürlich auch nicht aus Plastik oder PET war, hat er noch den letzten Schluck Wasser getrunken. Dann ist er bald eingeschlafen. Auf einmal hat er etwas gehört. Er hat die Augen aufgemacht und vor ihm ist ein Mädchen gestanden mit einem grossen schwarzen Sack in der Hand. Sie hat gesehen, dass er einen Papiersack in der Hand hat und hat gefragt: Willst du mir den Abfall in meinen Sack hineingeben? Weißt du, ich sammle am Strand alle Abfall ein, damit er nicht ins Meer hineingeschwemmt wird und auch, dass der Strand schöner aussieht. Der Trash Hero hat ganz verwundert und überrascht reingeschaut und hat gesagt: Hey, super! Ich mache im Fall das Gleiche. Gell, es ist so wichtig, dass man das macht. Danke vielmals für deine Arbeit. Wie heisst du eigentlich? Ich heiße Rosalia. Und ich heiße Trash Hero. Das heisst Abfallheld. Weißt du, ich sammle jeden Tag und manchmal sogar noch in der Nacht Abfall, wo im Meer oder am Strand ist. Und ich habe super Kräfte. Ich kann ganz schnell schwimmen und ich kann sogar noch fliegen. Oh, da hat aber die Rosalia schön gestaunt. Ein Bub, der kann fliegen, hat sie jetzt noch nie gesehen. Der Trash Hero hat gesagt: Ja, aber trotz meiner Superkräfte bin ich manchmal ganz müde, weil es noch so viel zu tun gibt, weil es immer noch so viel Abfall im Meer rein hat und leider immer noch mehr gibt. Die Rosalia hat nachdenklich reingeschaut. Plötzlich ist ihr ein Lächeln übers Gesicht gehuscht und sie hat gesagt: Vielleicht könnte ich dir ja helfen. Aber du hast doch, glaube ich, nicht so super Kräfte wie ich, oder? Nein, das habe ich nicht. Dafür habe ich einen Haufen Freunde und Freundinnen, die mir dabei helfen würden. Wenn du willst, kannst du mit mir kommen und sie kennenlernen. Der Trash Hero war natürlich ganz gewundert und hat gerne ja gesagt. Hier sieht man, wie sie sich miteinander auf den Weg machen. Sie gehen zu ihrem Schulhaus, in ihre Klasse. Ganze Haufen Kinder hat sie in dieser Klasse. Und ihre Lehrerin staunet natürlich gerade ein bisschen, was hier für einen neuen Bub kommt, zusammen mit der Rosalia. Die Rosalia erklärt: Das ist der Trash Hero, das heisst Abfallheld. Wir haben uns am Strand kennengelernt, wo ich bei dem Abfall zusammensammle. Der Trash Hero tut auf der ganzen Welt im Meer und am Strand Abfall zusammensammeln, damit die Fische und die vielen anderen Lebewesen im Wasser nicht Abfall essen und darum krank werden. Und als er mir gesagt hat, dass er manchmal ganz müde ist, weil er so viel Arbeit hat, habe ich gesagt, dass er mal zu uns in die Schule kommen soll und dass er da sicher Freunde und Freundinnen findet, die ihm bei dieser Arbeit gerne helfen wollen. Oh, das ist aber ganz eine gute Idee, hat die Lehrerin gesagt und hat fragend in ihre Klasse geschaut. Was meint ihr? Super, ja, eine super gute, ganz gute Idee. Ja, ich mache gern mit. So haben mehrere Schüler und Schülerinnen gerade miteinander gerufen. Prima, hat die Lehrerin gesagt. Dann wollen wir jetzt in aller Ruhe besprechen, wie wir das am besten anpacken. Sie haben miteinander diskutiert und haben entschieden. Und die Lehrerin hat das natürlich aufgeschrieben. Erstens wollen wir ab jetzt möglichst nie mehr
Einwegplastik brauchen. Gell, das ist der Plastik, den man nur einmal oder ein paar wenige Mal braucht. Zweitens werden wir ab jetzt unseren eigenen Abfall immer richtig entsorgen. Und drittens werden wir ab jetzt alle Abfall, die wir sehen, umliegen, zusammensammeln und richtig entsorgen. Der Trash Hero hat über das ganze Gesicht gestrahlt und hat gesagt, so gut, super, ich freue mich sehr, dass ich euch kennengelernt habe und dass ihr bereit seid, mir zu helfen. Und die Lehrerin hat gesagt, ja, jetzt werden wir alle zu Trash Heroes. Und je mehr das wir sind, umso besser wird es unserer Welt gehen. Die Kinder haben sich gefreut und haben gejubelt. Und ein Mädchen hat noch die Idee gehabt, sie könnten doch ein Trash-Hero-Lied machen, damit sie einmal beim Abfall zusammenlesen so richtig in Schwung kommen, wenn sie dazu das Lied singen. Der Trash-Hero und die Lehrerin haben das eine ganz super Idee gefunden. Der Trash-Hero hat aber nicht mehr länger in der Klasse bleiben, sondern hat sich herzlich verabschiedet und versprochen, er käme bald wieder mal auf Besuch. Er hat zum Himmel aufgeschaut und ist davon geflogen. Und schon bald hat er eine neue Aufgabe gesehen. Er hat nämlich gerade weit vorne ein Delfinbaby entdeckt, das an einem Feuerzeug angefangen hat zu knabbern. Schnell ist er angeschwommen und hat das Feuerzeug weggenommen. Die Lehrerin in der Klasse hat gedacht, es ist jetzt gerade so eine gute Energie in der Klasse, dass wir am besten sofort probieren, ein Trash-Hero-Lied zu machen. Die Kinder können ihre Ideen reinbringen und Melodien vorsingen und sie haben zusammen einen Trash-Hero-Song gemacht. Den singe ich euch jetzt vor und ihr könnt ihn auch gerade lernen. Wir sind Helden! Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Plastiksack? Nein, danke. Plastikbecher? Nein, danke. Plastikteller? Nein, danke. Trinkröhrli? Nein, danke. Plastiksack? Nein, danke. Plastikflasche? Nein, danke. Plastikteller? Nein, danke. Trinkröhrli? Nein, danke. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Hero, Trash-Hero. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Hero, Trash-Hero. Wir lesen auf und sammeln ein. Abfall, wo rumliegt. Wir lesen auf und sammeln ein. Der Abfall, wo rumliegt. Wir lesen auf und sammeln ein. Der Abfall, wo rumliegt. Wir lesen auf und sammeln ein. Der Abfall, wo rumliegt. Aludose, Behetflasche, Nastüchli und Plastiksäck. Aludose, Behetflasche, Nastüchli und Plastiksäck. Wir lesen auf und sammeln ein, den Abfall, wo rumliegt. Wir lesen auf und sammeln ein, den Abfall, wo rumliegt. Kindervelo, Babynucki, Ziggistummle und Flipflop. Kindervelo, Babynucki, Ziggistummle und Flipflop. Wir lesen auf und sammeln ein, der Abfall, wo rumliegt. Wir lesen auf und sammeln ein. Der Abfall, wo rumliegt. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Hero, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Wir sind Helden, Abfallhelden, Trash-Heroes, Trash-Heroes. Da ist jetzt die Geschichte fertig.
Aber wisst ihr was? Eigentlich geht die Geschichte gleich noch weiter. Jetzt gibt es nämlich auf der ganzen Welt schon etwa 350'000 Menschen, Kinder und Erwachsene, die Trash-Heroes geworden sind und die diese drei wichtigen Abmachungen von der Klasse von der Rosalia übernommen haben und regelmässig miteinander Abfall zusammensammeln und selber möglichst wenig Einwegplastik verwenden. Vielleicht hast ja du Lust, auch ein Trash-Hero zu werden.